Ey Leute, was geht ab? Wir konnten Kira jetzt befreien von den Clowns und jetzt sind wir hier in meinem Haus. Ey Kira, dir geht's gut wieder, ja? Was haben die Clowns alles mit dir gemacht? Ja, nichts, sie haben mich schon einfach mitgenommen. Ey, haben die dir auch irgendwas weggenommen oder irgendwie geklaut oder so? Sie haben nur mein Auto kaputt gemacht. Wie, die haben dein Auto kaputt gemacht? Nein. Ja, doch. Jetzt hast du kein Auto mehr. Nein, oh leider. Mein Gott, okay. Wie wär's, wollen wir uns ein Auto klauen oder wollen wir für dich mal ein Auto klauen? Ja, okay. Dann bin ich dabei. Da bist du dabei. Perfekt. Okay, Leute, wenn wir heute mal ein Auto klauen gehen. Ja, das Problem ist, ich habe auch nicht mehr so viel Geld. Die ganzen YouTuber haben mich die ganze Zeit beklaut. Ich musste mir neue Autos kaufen. Und jetzt habe ich hier so einen Aktenkoffer. Jetzt wollte ich gerade zum Arbeitsamt gehen. Aber ja, Leute, miese Zeiten gerade aktuell. Vielleicht verkaufe ich hier auch den Q8 und so. Ich will auch ein neues Haus kaufen. Mal gucken. Okay, komm, Kira, Abfahrt zum Autohaus. Welches Auto würdest du dir aussuchen? Hast du schon so einen Favoriten? Einfach das, was Schönes. Einfach das, was Schönes, ja. Oder, genau. Oder, okay, gut. Ja, werden wir bestimmt finden. Wir lassen uns einfach so ein bisschen beraten. Ja, so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht sagen wir einfach, wir wollen so eine Probefahrt machen, ja? Und dann hauen wir einfach mit dem Auto ab. Wenn die uns fragen, wie wir heißen oder so, wir sagen einfach falsche Namen. Mit dem Lambo hier sieht das eher auf jeden Fall dick aus, wenn wir da vorfahren. So, Freunde, wir fahren hier zu unserem altbekannten Autohaus hin. Das Ding ist nur, der Besitzer hat gewechselt. Ihr wisst ja, hab ich ja schon mal ein paar Autos geklaut. Da bin ich ja wahrscheinlich nicht mehr so gern gesehener Gast. Aber ich glaube, oha. Oha! Okay. Ja, sieht schon mal ganz gut aus. So, komm, wir fahren jetzt hier einfach mal rauf. Und dann gucken wir mal. Oh. Na komm, Kira. Wir gucken mal hier. Und dann sag mir mal so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Was dir so gefällt. Hier, komm, wir gucken erstmal hier und dann gehen wir rein. Ich glaube, drin sind die teuersten Autos. So, guck mal hier, der in Lila. Wäre der nicht was für dich? Ja, sieht auf jeden Fall schön aus. Okay, oder das Ding hier? Nee, das nicht. Auf gar keinen Fall. Der nicht, ne? Nee. Oder hier der, ja. Toyota Prius. Das, ja, ist natürlich, weißt, ja. Das ist natürlich auch eine heftige Rakete, glaube ich. Oder hier so ein... Oha, wer kommt denn da? Oha, wer ist das? Oh, ich komm sofort. Ich baue noch ein bisschen. Oi. Wer sind Sie denn? Hallo? Guten Tag. Ich bin der Geschäftsinhaber von Moslis Autohandel. Seit 80 Jahren schon in der Familie. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, wir suchen hier für meine Schwester ein neues Auto. Ah, Ihre Schwester? Ja, natürlich. Da folgen Sie mir mal rein, ja? Okay. Also, ich glaube, ein Lamborghini-Besitzer kann mit den Autos hier draußen nicht allzu viel anfangen. Okay. Sind die Autos hier teuer? Ja, das kommt ganz drauf an, was Sie fahren möchten. Wir haben von Standardautos bis hin zu Supersportwagen. Kriegen Sie noch alles Luft? Da. Kriegen Sie noch gut Luft, ja, oder? Ich bin noch jung und knackig. Okay. Oh, was ist das hier? Kira, was sagst du der Karre hier? Ja, die ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Also das ist unser Spitzenmobil. Das erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 400 km/h. 0 auf 100 okay. In 1,8 Sekunden. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen mal weiter. Aha. Und der hier, der rote Blitz, oha. Ja, der ist viel besser. Der ist besser, sagst du? Ja. Besser als der Lamborghini? Der ist frisch aus Deutschland transportiert hier. Aha. Aus München, direkt aus der Hauptzentrale. Ist das hier illegales Tuning? Nicht, dass sich Polizei uns damit anhält. Nein. Bei mir kriegen sie Papiere, alles. Das könnt ihr vorher einsehen. Okay, das ist noch kein Schabernack hier. Und der hier? Ja, das ist natürlich der Bugatti. Das ist das teuerste Auto, was ich besitze. Also mit dem Auto da guckt der Flech sogar dumm. Okay, ich merke schon, sie kriegen echt schwer Luft, das ist echt. Ja, Kira, such dir mal ein Auto aus. Also ich entscheide mich da ganz nach dir, wenn dir eins gefällt. Der Herr dürfte sich immer unter vier Augen bitte sprechen. Ja. Ja, ich möchte jetzt nicht sofort der Dame, aber so ein Auto zu kaufen ist schon wirklich sehr, sehr teuer, ja. Ja, das ist ja meine Schwester, da gebe ich gerne alles Geld aus dafür. Gar kein Problem. Ich sehe ja, sie haben ja schon einen Lamborghini. Wenn sie hier natürlich Barzahlung machen könnte, da kann ich mit dem Preis auch gerne etwas runtergehen. Ja, Barzahlung gibt es natürlich hundertprozentig. Ja, dann fühlen Sie sich doch wieder zu Hause und gucken Sie sich um. Ja. Wenn Sie mich brauchen, ich bin im Büro. Ja, die Kira wird sich hier entscheiden und dann werden wir irgendeins auswählen. So, sag mal, welches gefällt dir am besten? Das Rote. Das Rote hier, ja? Okay, warte mal, ich frag die mal, ob wir mal eine Probefahrt machen können. Hallo, Herr Autohausbesitzer? Ja, bitte. Könnten wir hier eine Probefahrt machen? Geht das?
Ja, da brauche ich aber erst, kommen Sie mal mit, da brauche ich aber erstmal die Namen von den beiden. Ja, 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 gar kein Problem. Mein Vorbesitzer, hier wird alles geklaut von der dreckigen Jugend hier. Oha. Kein Respekt mehr vor der Arbeit, ja, ja, hier. Ja, ja. Einmal der Name, bitte. Ja, also mein Name ist Paule Puhmann. Paule Puhmann, mein Gottes Willen, die Namen heutzutage. Die Dame, wie ist denn Ihr Name? Ich bin Sarah. Alter, warte, Sarah. Ich dachte schon hier, wir werden Klamotten shoppen gehen. So, da haben wir einmal die Namen, aber ich muss sie natürlich auch hinterherfahren, ne? Ach so, also wie entweder, hinterherfahren? Ja, entweder hinterherfahren oder sie geben mir als Kaution den vollen Preis. Nee, ja, dann fahren Sie mal hinterher. Ja, warte mal. So, okay. Ich steig mal hier in den Lamborghini ein, ne? Oha, mit Lamborghini wollen Sie hinter uns herfahren? Ja, natürlich. Ich bin ein Mann mit Klasse. Schmalspuren, für Autos fahre ich nicht. Okay, ja, das ist cool. Hey Kira, was machen wir jetzt? Ja, wir könnten jetzt schon abhängen. Ja, meinst du, das schaffen wir? Okay. Nicht so schnell fahren! Ja, ja. Bin ich mir der Jüngste. Ja, ja. Okay, wir fahren jetzt einfach langsam und dann... Das schaffen wir schon. Warten Sie, ich muss mein Asthma-Gerät ganz kurz einnehmen. Ja, warten Sie ganz kurz. Ja, wir warten kurz. Okay, ich geb das, ich geb Gummi. Hey, hey, der, das ist ja voll das Rentnerauto hier. Hey, Polizei rufen. Alle Polizei. Ja, in der Stadt da. Alter hat mein M6 geklaut. Sofort hinterher. Alter, sofort. Dankeschön. Ja. Ey, hä? Hat der jetzt die Bullen gerufen? Ich glaube, der hat die Bullen gerufen. Das ist egal. Was wollen die machen? Wir haben ja eh das beste Auto. Ey, Kira, was sagst du jetzt zu deinem neuen Auto? Das ist doch geil, oder? Das ist mies geil. Ey, okay, lass mal erstmal hier ein bisschen posen beim Würfelpark. Oh mein Gott. Oh, da, sind die wegen uns da hier? Da sind die! Schau, die Verbrecher! Bleiben Sie stehen! Hey, wir haben nichts gemacht! Hallo, ich habe nichts gemacht, außer ein Bier getrunken. Oh. Steigen Sie sofort aus dem geklauten Wagen aus. Hey, der ist nicht geklaut. Halten Sie das Fahrzeug an oder wir werden schießen. Ich habe Unfall gebaut. Ey, nicht schießen. Ey, mach kein Auge, Jungs. Ich hab nichts gemacht. Da fährt der Drogendealer. Wollen Sie ihn? Scheiße, warum driftet der so? Nein, ey, Jungs, lass mich bitte in Ruhe. Ich bring die doch gleich zurück. Okay, warte, ich bring die zurück. Ich halt an. Alles gut. Hab doch direkt erkannt. Haut ab, ihr Pisser. Lass mich in Ruhe. Wow, okay. Hey Kira, ich glaube, wir kriegen das, wir kommen gleich in den Knast, ne? Nee, das schaffen wir schon. Nee, ich glaube. Ich sofort den Wagen. Oha, ich glaube, wir kommen jetzt in den Knast, ne? Das war's gewesen. Super. Aber ich sag dir ehrlich, im Knast ist auf jeden Fall besser als bei den Killer-Clowns. Ja, das stimmt. Ey, scheiße, Leute. Oha, die sind übelst schnell. Warte. Nein. Ey, das ist voll die Rentnerkarre, die wir geklaut haben. Sie haben keine Chance, ergeben Sie sich sofort. Ja, komm, mach kein Auge. Leute, wir müssen abhauen. Wenigstens den Rentner-Lamborghini-Besitzer haben wir schon abgezogen. Ey, wo fahren wir jetzt hin am besten? Ich habe eine Idee. Okay, wir haben jetzt Höchstgeschwindigkeit. Da sehe ich mich. Oha! Okay, wir haben sie gleich. Ja, ich glaube, das war's gewesen. Da kommen sie nicht hinterher. Ey, Kira, ich glaube, wir haben die abgehangen. Okay, pass mal auf. Boah, was ist das da für eine Karre? Okay, lass mal jetzt wechseln und dann machst du mal eine Probefahrt und dann sagst du mal, wie dir ein neues Auto gefällt, ja? Okay, komm, wir wechseln. Ey, du darfst doch nicht über das Auto rüberlaufen! Aua, ey, warte mal kurz. Ich muss mir hier kurz was klären. Was will der denn hier? Der macht Auge wegen dem Auto, glaube ich. Weg mit dir, Schmutz. So, da bin ich jetzt mal gespannt. So, was sagst du zu deinem Auto? Fällt mir. Ja, dann zeig mal, wie du fährst. Gib mal hier Vollgas. Jetzt bin ich mal gespannt. Leute, jetzt bin ich gespannt. Aber der hat schlechte Beschleunigung, finde ich. Ja, das stimmt. Ey, ich glaube, den müssen wir noch tunen fahren. Ey, fahr mal zum... Boah, der ist so dreckig, oder? Ja, den müssen wir auch waschen gehen. Oha. Ey, ich würde sagen, ich glaube mal, lass mal damit in die Tuning-Werkstatt fahren. Und lass mal das Ding auftunen. Willst du den auch so in Rot behalten oder willst du andere Farbe haben? Pink. Wie, du willst pink? Ja. Ja gut, dann machen wir das Auto pink, ist dein Auto, mir ist das egal. Ja, dann fahren wir zum LS Customs und dann machen wir das Ding pink. Mir ist das egal, und dann müssen wir auch mal hier ein bisschen Motortuning machen, dass das Ding mal ein bisschen schneller fährt. Weil so wenig PS hier, das ist das zu wenig. Oh, so Leute, sind wir hier beim Lost Hunters Customs.
Okay, fahr mal rein da. Okay, wir gehen jetzt mal alle Farben durch und du sagst, was dir am besten gefällt, ja? Nee, das nicht, das nicht. Das hier? Ja, das. Das willst du haben? Mhm. Damit willst du rumfahren? Ja, wieso nicht? Okay. Sieht doch schön aus. Ja. Oder gefällt dir nicht? Ich weiß, also mir gefällt es jetzt persönlich nicht so, also ich würde damit nicht rumfahren. Guck mal, jetzt hast du sogar ein eigenes Kennzeichen. Ja, sehr interessantes Auto, sagen wir mal. Ja, also ich weiß nicht, Leute, mir gefällt es jetzt nicht so in Pink. Ach komm, sieht doch schön aus. Ja, ich weiß nicht. Doch, das sieht richtig schön aus. Ey, also, boah, das ist gar nicht so meine Farbe, Freunde. Aber, gut, okay. Wir haben hier jetzt ein neues Auto gekauft. Freunde, ich würde sagen, das war's gewesen. Was wollt ihr, sollen wir noch irgendwas mit Kira machen? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Ja, Leute, lasst ein Like, ein Abo da, damit ich mal mein Auto klauen muss. Ich will auch noch über die Runden kommen. Tschö. Checkt Army ab, Leute, und die Jungs, die mit dabei waren. Unten in der Beschreibung alle verlinkt. Das war's. Tschö mit Ö.